gagné! Nous avons gagné! Jubel auf den Straßen von Tunis. Nach tagelangen Protesten haben die meisten Gefolgsleute der Alten Garde die tunesische Übergangsregierung verlassen. Die seit langem erwartete Kabinettsumbildung wurde am Donnerstagabend verkündet. Vor allem in den Schlüsselressorts Verteidigung, Inneres, Äußeres und Finanzen gab es Neubesetzungen. Ministerpräsident Mohamed Ghannouchi bleibt vorläufig an der Spitze der Übergangsregierung. Er betonte, dass die jetzt gebildete Regierung eine Übergangsregierung sei. Ihr Ziel sei es, das Land auf den Übergang zur Demokratie vorzubereiten. Nur kurz vor dieser Ankündigung hatte Außenminister Kamel Morjane seinen Rücktritt erklärt. Auch er hatte unter dem geflohenen Präsidenten Ben Ali gedient. Gegen die Beteiligung der alten Garde Ben Alis an der Regierung gibt es im Land nach wie vor zahlreiche Proteste. Erneut demonstrierten Schüler und Studenten in der Hauptstadt Tunis. Vor dem Sitz der Übergangsregierung ging ein Sitzstreik von Protestierenden in den fünften Tag.